Schlägt Dortmund bei Ronaldo zu, spektakuläre Rückkehr, berichtet Ronaldo Berater in Gesprächen mit Sporting Lisboa. Zieht es Ronaldo doch nach Madrid, alles Quatsch, kommt Cristiano doch noch zu Bayern, großer Quatsch. Also, alles Quatsch. Cristiano Ronaldo wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln, Chats. Also, klar, das bringt wieder sehr viel Platissimi? Publicity. Kann man nicht falsch sagen, ne? Publicity. So. Blattissimi. Junge. Hört mir mal zu. Ihr werdet jetzt wieder. Blattissimi. Ja, okay, ich habe ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall, jetzt werden hier aber wieder Facts gespittet. Ich sag euch mal so, warum ein Borussia Dortmund nicht bei Rund. Einem Cristiano Ronaldo nicht bei Borussia Dortmund landet. Okay? Erstens, Cristiano Ronaldo passt als allererstes nicht in das Gehaltsgefüge von Borussia Dortmund. Das ist der erste Fakt. Zweitens passt er auch gar nicht zur Transferpolitik von Borussia Dortmund. Drittens habe ich schon mal gesagt, Cristiano Ronaldo ist kein Spieler oder kann ich nicht behaupten, der sich über einen Verein stellt, aber der Name bzw. die Marke Cristiano Ronaldo ist größer, wird dann immer größer gemacht als der Verein. Das heißt, du verbindest Dortmund mit Cristiano Ronaldo, aber der Name Cristiano Ronaldo überwiegt irgendwo bei Dortmund. Und das bringt sehr, 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 sehr viel Ungewissheit und auch sehr, sehr viel Lärm nach Dortmund, den man, glaube ich, nicht so braucht. Der nächste Fakt ist, Cristiano Ronaldo ist, glaube ich, in der Denkweise von Borussia Dortmund zu alt. Ist einfach so. Und wäre Cristiano Ronaldo wirklich eine richtige Alternative, hätte man sich am Ende nicht als Besetzung, als Modest entschieden, sondern hätte dann Cristiano Ronaldo verpflichtet, weil die Verpflichtung von einem Anthony Modest macht in der Hinsicht gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Ja, Leute können jetzt sagen, ja, aber Cristiano Ronaldo ist doch besser als Modest. Ja, selbstverständlich, aber Anthony Modest wurde quasi als dieser Backup von Haller, der kurzfristig einsteigen kann, geholt, transferiert und da macht ein Cristiano Ronaldo keinen Sinn. Glaubt mir einfach. Also bei Borussia Dortmund ist die Wahrscheinlichkeit 0,0. Wenn Cristiano Ronaldo zu Dortmund wechselt, lasse ich mir eine Glatze schneiden und bin am ersten Trainingstag in Dortmund.